Ja, nur beim Themenbereich Ostseeraum. Die Terroranschläge gegen Nord Stream 2 und 1 jähren sich ja bald fast 2 Jahre. Gibt es denn mittlerweile eine Art Zwischenbericht, den die Bundesregierung präsentieren kann? Herr Warbeck, die Bundesregierung hat da gar nichts mit zu tun, sondern der Generalbundesanwalt, wie wir hier verschiedentlich auch Ihnen schon gesagt haben. Und dann stellen Sie doch Ihre Fragen dort. Dort laufen die Ermittlungen und auch weitere Ermittlungsschritte oder auch Handlungen würden dann von dort zu verkünden sein und dargestellt und nicht in der Bundespressekonferenz. Aber bisher gibt es ja nachweislich noch keinen veröffentlichten Zwischenbericht der Generalbundesanwaltschaft. Und da sie weisungsgebunden ist und es ja sicherlich trotzdem auch einen informellen Austausch geben wird, wollte ich fragen, ob denn der Bundesregierung neue Erkenntnisse diesbezüglich vorliegen. Es ist die Bundesanwaltschaft und nicht die Generalbundesanwaltschaft, das nur zur Erklärung. Aber der Generalbundesanwalt, der diese Behörde leitet, der leitet die unabhängig. Es gibt ein Weisungsrecht, das ist aber nicht, was die einzelnen Ermittlungen angeht, sondern das ist ein grundsätzlicherer Fall und insofern gibt es die Informationen, die es gibt, liegen bei ihm und er ist der Einzige, der darüber öffentlich reden darf. Und so läuft es. Zu diesem Thema. Ja.